Willkommen zurück zu einem weiteren Video am Ende des Jahres, wo ich über meine 5 Lieblingsspiele berichte, die ich dieses Jahr gefeiert habe. Eins vorweg, ja, ich weiß, Platz Nummer 2 ist ein bisschen kontrovers, aber lasst mich erklären, vielleicht seht ihr das Ganze genauso wie ich. Platz Nummer 5 belegt Nier Replicant. Dieses Spiel kam lange vor Nier Automata raus und ich finde es gut, dass man Nier Replicant etwas an Nier Automata angelehnt hat. Sei es jetzt die Steuerung, das Kampfsystem oder auch die Outfits. Es gibt ja jetzt Outfits von 2B und 9S, die man jetzt den beiden Charakteren anziehen kann und das gefällt mir ziemlich gut. Weiß, why is that lady in her underwear? I fear we have greater issues to deal with. Auch die ganze Spielwelt und auch mit der Musik, es lädt halt einfach zum Erkunden ein und entspannt halt einfach. Man kann einfach abschalten von dem ganzen Mist, der draußen gerade passiert. Man kann einfach sich in dieser Welt verlieren und das ist halt einfach eine Sache, das schaffen nicht viele Videospiele heutzutage, aber Nier Replicant hat das wunderbar hinbekommen. Why not sit here and join me for a round or three? Sorry, ma'am, but I'm not old enough to drink. Platz Nummer 4 belegt Life is Strange 3. Nein, dieser Teil kann es nicht mit Life is Strange 1 aufnehmen. Ready for the mosh pit, Shaka Bra. Aber er hat eine glaubwürdige Geschichte, er hat intensiv geschriebene Charaktere, er hat eine wunderbare Spielwelt und er hat eine der wohl denkwürdigsten Missionen aller Zeiten. Nämlich befinden wir uns da auf einem LARP-Rollenspiel, wofür natürlich ein Großteil der Stadt abgesperrt worden ist und wo wir uns quasi wie in einem Rollenspiel durch die Gegend bewegen und wir können sogar entscheiden, kämpfen wir gegen die Kreaturen, also quasi gegen die anderen Mitspieler, die sich als diese Kreaturen ausgeben, oder überlegen wir uns eine andere Sache, um sie zu überzeugen und so beizulassen. Das ist genial gemacht und ich bin auch so ein großer Fan von Pen & Paper, ich bin ein großer Fan von LARP und diese Mission, die ist einfach nur mega, die müsst ihr einfach selber gespielt haben, das ist einfach nur ziemlich krass. Ja, und das, was mir auch noch an dem Spiel gut gefallen hat, an Life is Strange 3, ist, dass wir uns selber aussuchen können, mit welchem Charakter an unserer Seite, mit welcher Person wir am Ende zusammen alt werden wollen. Ne? Also wir haben die Wahl zwischen einem Kerl und wir haben die Wahl zwischen einer Frau. Ich habe mich dazwischen der Frau entschieden, weil die hat mir irgendwie so mit am besten gefallen. Außerdem hat mir das sehr gut gefallen, hat mich so ein bisschen an die Beziehung zwischen Max Caulfield und Chloe aus Teil 1 erinnert. Und das fand ich ziemlich toll. Today the gym, tomorrow the world. Platz Nummer 3 belegt ein Videospiel, von dem dieses Jahr ein kleines Remaster rausgekommen ist. Nämlich ein bestimmter Ego-Shooter, der mich überhaupt erst scharf auf Ego-Shooter gemacht hat. Früher mochte ich ja keinen Ego-Shooter, ich mochte kein Half-Life, ich mochte kein Counter-Strike. Aber dieses Spiel hat mich überhaupt erst scharf auf Ego-Shooter gemacht. Die Rede ist vom Remaster von Star Wars Republic Commando. Ich habe dieses Spiel damals einfach nur geliebt auf dem PC. Ich habe es rauf und runter gesuchtet auf jeden einzelnen Schwierigkeitsgrad. Ich habe die ganzen Level durchsucht nach irgendwelchen kleinen Easter Eggs, nach irgendwelchen bestimmten Sachen. Ich habe mir Challenges überlegt, zum Beispiel ein komplettes Level nur mit einem Messer durchkämpfen und ey, es war einfach nur genial und was ich da alles am Spielstunden verbracht habe, es war einfach nur herrlich und mich hat es wirklich gefreut, dass ich jetzt nach all der ganzen Zeit, nach all den ganzen Jahren das Spiel nochmal aufgehübscht auf einer aktuellen Konsole genießen konnte und es war einfach nur wert, es war wunderschön gewesen, einfach nochmal das Ganze erleben zu können. Wäre Platz Nummer 2 nicht rausgekommen, wäre Republic Commando wirklich auf Platz 2 gewesen, aber ja, darüber erzähle ich gleich über Platz 2. An wem das Spiel damals vorbeigegangen ist, der sollte es sich auf jeden Fall holen und vielleicht, wenn es sich genug Leute holen, vielleicht kommt dann endlich ein zweiter Teil raus. Ich warte seit Jahren auf einen Republic Commando Teil 2, das ist halt wirklich eine Sache, die quält mich schon seit Jahrzehnten, das ist furchtbar. Ja, mir ist die Sache mit diesem einen Entwicklerstudio wohl bekannt, trotzdem, ich hoffe doch noch, dass es irgendwann mal einen zweiten Teil geben wird. Die Freiheit der Wookie nicht geopfert werden darf. Tut mir leid, Deltas. Der Einsatz geht weiter. Sie haben Ihre Befehle. Delta-Team, laden und entsichern. Ja, ich weiß, Platz Nummer 2 ist jetzt ein bisschen kontrovers und zwar handelt es sich dabei um die neu aufgelegten Versionen von GTA 3, Vice City und San Andreas. GTA, Vice City und GTA San Andreas habe ich damals jährlich
einmal durchgezockt. Das war wirklich Pflicht bei mir gewesen. Kaum wurde es warm draußen, habe ich die beiden Spiele ausgepackt und habe die nochmal aufs Neue durchgesuchtet. GTA 3 und GTA Vice City wurden angepasst, und zwar auf die Steuerung von GTA San Andreas. Du kannst jetzt die Kamera frei bewegen, du kannst das Fadenkreuz jederzeit irgendwo in eine beliebige Richtung bewegen, das ist richtig schön gemacht worden. Natürlich wirken die ganzen Figuren etwas aus Plastik, aber das ist vollkommen legitim, immerhin handelt es sich dabei um knapp 20 Jahre alte Spiele von der PS2. In GTA 3 können wir nun endlich die Autos mit einem Baseballschläger beschädigen, das ging früher nicht, das ging erst ab GTA Vice City. Und in GTA Vice City gibt es nun zwei Missionen, die es früher nicht im Spiel gegeben hat, nämlich einmal die Haitianer-Mission, wo wir halt mit einem Scharfschützengewehr auf Kubaner schießen müssen, und einmal die Randale-Mission von den Bikern, wo wir ein bisschen Zerstörung in der Stadt anstellen müssen. Die hat es früher alle in der deutschen Version nie gegeben, die hat man halt rausgecuttet. Aber ich finde es gut, dass sie die jetzt endlich für die endgültige Version mit ins Spiel integriert haben. Und falls jemand fragt, nein, den legendären Hot Coffee Mod gibt es nicht in GTA San Andreas. Allerdings habe ich da noch ein bisschen was über GTA San Andreas zu sagen, nämlich es ist von vorne und hinten verbuggt wie ein Straßenköter, das ist ja mega kacke. Klar sieht es grafisch knackenscharf aus, allerdings hat sich natürlich hier und da der Fehlerteufel eingeschlichen. Zum Beispiel unsere Freundin wirkt so, als wäre sie ein Alien, und einige Missionen stürzen ab, wenn man sie annimmt. Also speichert bitte regelmäßig ab, nicht dass ihr euch dann in den Hintern beißt, wo euer Spielstand dann wieder weg ist. Von dem her, speichert lieber regelmäßig ab, dann ist der Spielstand auch nicht weg. Mit anderen Worten kann ich eigentlich nur sagen, GTA 3 und GTA Vice City sind wirklich Bombe und holen einen Pluspunkt nach den anderen rein, aber GTA San Andreas ist eine richtige Katastrophe geworden. Da finde ich wirklich schade, dass halt wirklich so ein schöner Klassiker, den ich früher regelmäßig gesuchtet habe, wie man mit denen umgegangen ist, das hat das Spiel einfach nicht verdient. Und wenn es halt wirklich nicht diese ganzen Fehler hätte, dann wäre es halt wirklich meine persönliche Nummer 1 gewesen. Aber genau weil es halt die ganzen Fehler hat, reicht es halt nur für einen soliden Platz Nummer 2 aus. Obwohl ich schon beim Überlegen gewesen bin, ob ich nicht lieber Republik Commando Platz 2 nehmen sollte. Aber ich habe mich dann doch dafür entschieden, nach dem Durchzocken von Vice City, dass ich dann doch lieber die Neuauflagen von GTA doch auf Platz 2 nehme. Und ja, doch, ich glaube, ich bin mit der Entscheidung ganz zufrieden. Ich glaube, ich kann mit der Entscheidung leben, und ihr vermutlich auch. Oder vielleicht auch nicht. Schreibt es mir einfach unten in die Kommentare. Weil ich weiß, das ist nicht ganz ohne. Das ist schon ein kontroverses Thema. Man darf halt nicht vergessen, GTA 3 ist geil und GTA Vice City ist geil. Das ist gute Arbeit. Das ist wirklich spitze gemacht worden. Aber wirklich, San Andreas, Riesenkatastrophe. Ich hoffe wirklich, dass halt wirklich jetzt die ganzen Wochen noch irgendwann ein paar Patches, ein paar Updates rauskommen, womit das Spiel halt noch behoben wird. Ansonsten viel Spaß mit Platz 1. Auf Platz Nummer 1 haben wir Resident Evil Village. Und nein, ich habe mir das Spiel nicht geholt, weil dort eine über 200 Jahre alte Frau vorkommt, die 2 Meter groß ist und sehr dominant auftritt. Deswegen habe ich mir dieses Spiel nicht geholt. Ich habe mir das Spiel geholt, weil Resident Evil eine richtig tolle Videospielreihe ist. Und ja, ich weiß, das ist das erste Mal, dass Resident Evil mal nicht den dritten Platz belegt, sondern auch mal den ersten Platz. Den ersten Platz hatte sich aber auch zu Recht verdient. Es war ja auch ein so tolles Spiel gewesen, dass ich es unbedingt nochmal auf den nächsthöheren Schwierigkeitsgrad noch einmal durchgespielt habe. Mir hat die Atmosphäre gefallen, mir hat die Location gefallen, mir haben die Gegner gefallen. Es gab sogar einen Bosskampf, der mir noch richtig gut im Gedächtnis geblieben ist, und zwar der gegen die Puppe, der gegen Donna Beneviento. Den habe ich ja mächtig gefeiert, den Bosskampf. Es war nicht einfach nur ein Bosskampf mit, du nimmst jetzt die Pumpe und ballerst deine ganzen Schrotpatronen in den Gegner rein, sondern es war mal was anderes gewesen. Ne? Es war zuerst so ein kleiner Escape Room und dann war halt so ein kleines Versteckspiel gewesen, wo du genau darauf achten musstest, wo könnte sie sich jetzt verstecken. Das fand ich genial, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann gab es noch ein sehr, sehr emotionales Ende, auf welches ich jetzt nicht so genau eingehen werde. Aber ihr habt mir schon unten in die Kommentare geschrieben, dass eine gewisse Person nicht gestorben ist, was ich jetzt nicht groß glaube. Ich meine, der Typ ist eindeutig tot, aber falls er wieder vorkommen sollte, dann ist es halt so. Aber für mich ist erstmal klar, er ist tot. So, und
Natürlich wird es einen 9. Teil geben, das wurde ja so angeteasert. Falls es einen 9. Teil wirklich geben sollte, werde ich mich freuen. Falls auch eine gewisse Person vorkommen sollte, werde ich mich natürlich auch freuen, aber für mich steht aktuell fest, er ist mausetot. Ich werde es auf jeden Fall nochmal für die PS5 durchzocken, das hat das Spiel verdient, denn gute Spiele verdienen es halt, gespielt zu werden. Und damit hat es sich zu Recht meinen Platz Nummer 1 als mein persönliches Game of the Year 2021 verdient. Wann hat das endlich ein Ende? Was meinst du? Die Mission? Alles. Das waren meine 5 Lieblingsspiele des Jahres 2021. Ich bin mal gespannt, was für Spiele 2022 noch kommen werden. Bis dahin würde ich sagen, passt euch auf, macht's gut, meine Freunde. Ciao.